Wir sind auch öfter angegriffen worden. Wir hatten vor wenigen Tagen ein größeres Gefecht, wo die Soldaten dann auch auf den Angriff mit entsprechenden Mitteln reagiert haben. Ich bin stolz, wie die Soldaten sich in der Situation bewährt haben. Und wichtig ist auch, dass bei allem Kampfeinsatz, bei allem Reagieren auf den Angriff, die Soldaten Rücksicht nehmen auf die Bevölkerung. Das wird auch sehr positiv wahrgenommen. Wie die politische Lüge vom harmlosen Hilfseinsatz in der Bombennacht von Kunduz ihr Ende fand. Am 3. September 2009 wurden zwei Tanklastwagen von Taliban entführt. Eine Aktion, in deren Folge vermutlich 140 Menschen starben. Kriegsopfer, die das Selbstbild deutscher Politik erschütterten. Die LKW waren von Usbekistan auf dem Weg nach Kunduz. Eine Strecke von knapp 100 Kilometern. Vor Kunduz überfiel ein Kommando der Taliban die vollbeladenen Tankwagen. Die Taliban hatten die Straße gesperrt. Dann sind sie mit Kalaschnikows und Raketen bei uns eingestiegen. Sie haben uns gezwungen, Richtung Chardara zu fahren. Mit vorgehaltenen Waffen zwingen die Taliban die Lkw-Fahrer, von der Hauptstraße abzubiegen und den Kunduz-Fluss bei einer Sandbank zu überqueren. Wir kamen an eine Baustelle, deshalb mussten wir von der Straße runterfahren. Außerdem wollten die Taliban vermeiden, irgendwelchen Polizisten oder Soldaten zu begegnen. Deswegen haben wir einen Umweg über den Fluss gemacht. Dann sind wir stecken geblieben. Um 20 Uhr haben die Taliban im Dorf Bescheid gesagt, dass die Bewohner umsonst Öl und Benzin abholen können. Es wird Nacht. Die Lastwagen stecken fest. Es liegen nur Luftaufnahmen eines amerikanischen B-1-Bombers vor. Dieser muss dann aber abdrehen. Später fordert Oberst Klein bei der US-Luftwaffe weitere Unterstützung an. Die US-Jagdflugzeuge vom Typ F-15 liefern in Echtzeit Bilder von der Lage auf der Sandbank. Diese Bilder aus der F-15 mit dem Codenamen Dude 15 sind auch im deutschen Feldlager in Kunduz zu sehen. Dort beobachtet der deutsche Oberfeldwebel mit dem Rufnamen Red Baron 20 das Geschehen über seinen Monitor. Um 1.36 Uhr fragen die F-15-Piloten über Funk, ob sie durch einen Tiefflug die möglichen Zivilisten von der Sandbank vertreiben sollen. Red Baron antwortet negativ. 10 Minuten später wollen die Piloten wissen, ob die Menschen am Boden eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Dies wird von Red Baron bestätigt. Klein gibt den Befehl zum Abwurf von 2 Bomben. Erklärtes Ziel: Vernichtung von LKW und Taliban. Die beiden 500-Pfund-Bomben töten nach damaligen Angaben 140 Menschen, darunter viele Zivilisten und auch Kinder. Am nächsten Tag. Tatortbesichtigung unter amerikanischer Aufsicht. ISAF-Kommandeur Stanley McChrystal empört sich öffentlich über den Luftschlag auf Anordnung des deutschen Oberst. Er entspreche nicht der neuen Strategie, Hearts and Minds, die Herzen und den Verstand der Afghanen zu erobern. Jetzt habe der Schutz der Zivilbevölkerung Vorrang. Die Deutschen in Erklärungsnot. Klein hätte den Luftschlag nur anordnen dürfen, wenn ISAF-Truppen direkt bedroht gewesen wären. Das war so nicht der Fall. Besuch im nahegelegenen Krankenhaus bei den Überlebenden. Spätestens mit diesen Bildern wird klar, dass unter den Opfern viele Zivilisten, auch Kinder, sind. Stattdessen behauptet der deutsche Verteidigungsminister, dass nur Taliban getroffen worden seien. Die Kanzlerin hält sich tagelang bedeckt. In Deutschland ist gerade Wahlkampf. Eine Diskussion über Afghanistan kommt da ungelegen. Fahrt zum Schauplatz des Bombenabwurfs, ein halbes Jahr danach. Es laufen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bundeswehr gegen Oberst Klein, die später aber eingestellt werden. In der Nähe des Bundeswehrfeldlagers sind die Folgen des Bombenabwurfs noch immer sichtbar. Die beiden völlig ausgebrannten Tanklaster stehen noch so da, wie in der Nacht vom 3. auf den 4. September. Überlebende des Bombenabwurfs berichten. Die Taliban wollten mit den Lastern hier vorbeifahren, dann kamen die Flugzeuge und haben sie zerstört. Es starben etwa 300 Menschen.
Unter den Getöteten waren kaum Taliban. Es waren alles Menschen aus meiner Gegend. Höchstens 8, 9 von den Getöteten waren Taliban. Alle anderen waren unschuldig.